Hallo und einen schönen guten Nachmittag, Abend, Morgen oder guten Tag. Ja, genauso sprachlos bin ich während des letzten Jahres geworden. Weil ich nicht mehr so viel mit den Menschen in meinem Quartier, auf der Straße oder mit meinen Kunden reden kann. Beziehungsweise reden ist schon noch möglich. Denken ist auch noch erlaubt. Allerdings kann ich die Mimik meine Kunden, meine Gesprächspartner, meine Nachbarn kaum noch erkennen. Und ich befürchte, ihnen geht es genauso. Wenn sie meine Gesichtsausdrücke, wenn ich mit ihnen sprechen möchte oder gesprochen habe, auch nicht mehr interpretieren können. Im Moment stecken wir in einer sehr interessanten Situation, in der wir sehr viel Verantwortung abgegeben haben. Tja. Das war ein Grunzen. Aufstoßen. Reflux. Nein. Ich glaube, das muss ich nochmal nachschauen, wie das eigentlich im medizinischen Termini heißt. Es sind mittlerweile in den Medien so viele Personen, die probieren, medizinische vereinfachte medizinische Geschichten zu erzählen, um das Handeln der Politiker zu rechtfertigen oder ihnen dabei zu helfen, Entscheidungen zu treffen, die zum Gesundheitsschutz der Bevölkerung gedacht sind. Oder? Ich habe viele Sachen gesehen, gehört und habe ein bisschen mit Kopfschütteln auf einige Begriffe reagiert. Deshalb habe ich mir dann ein Buch zugelegt, das mir erklären sollte, was verschiedene Worte bedeuten und in welchem Zusammenhang man diese Worte benutzen kann, wenn man über medizinische Grundlagen oder über Epidemiologie spricht, über was ist ein Inzidenzwert? Muss ich da einen Mediziner oder einen Statistiker fragen? Was ist eine Fallzahl? Und was ist die Definition von einer Fallzahl? Warum ändert sich eine Definition einer Fallzahl?
Ich habe ein lustiges Buch gefunden, das ich jedem interessierten Zuschauer, Zuhörer, jedem interessierten und wahrscheinlich etwas besorgten Menschen empfehlen würde. Das Buch heißt Grundwissen Medizin für Nichtmediziner in Studium und Praxis, vierte Auflage. Um das Buch in Ihrer Buchhandlung des Vertrauens am besser zu finden, können Sie gerne die ISBN-Nummer, die ich gleich auf einem Blatt Papier zeigen werde, sich dann notieren und dieses Buch dann kaufen. Das ist für ein Textbuch nicht viel, das sind knappe 270 Seiten. Das kann man ja in einigen Tagen oder 3, 4 Wochen auch, vielleicht auch länger, kann man das durchlesen und sich ein Grundwissen aneignen, was für Begriffe eigentlich in der Medizin verwendet werden. Das kann dabei helfen, die Fachbegriffe, die eventuell in den Massenmedien und in den sozialen Medien zur Sprache kommen, besser zu verstehen und den Kontext, in dem sie gebraucht werden, besser zu verstehen. Fragen dazu zu bilden und sich im Zweifelsfall mit besser wissenden oder besser sich auskennenden Personen dann mal auszutauschen, um herauszufinden, ob man etwas richtig verstanden hat oder ob man eine falsche Vorstellung von dem, was man gehört hat, sich zu eigen gemacht hat. Oder so ähnlich. Das ist die ISBN-Nummer des Buchs, wo ein unverzichtbarer Ratgeber ist für Personen, die sich im Studium oder in der Arbeit im Gesundheitssystem und mit medizinischen Fragen beschäftigen. Hier utb-shop.de könnt ihr nähere Informationen zu diesem Buch
finden und es dann beim Buchhändler Ihres Vertrauens bestellen. Danke für Ihre Zeit und Aufmerksamkeit. Einen schönen guten Abend, gute Nacht, guten Morgen. Je nachdem, wann ihr dieses hier seht, hört. Bleiben Sie gesund und neugierig.